Leute, Leute, willkommen zu DuckLife, aka den letzten Video zu DuckLife, zumindest DuckLife 9, weil das Video heute ist einfach das Ende. So, egal ob ich das Spiel durchschaffe oder nicht, habe ich angekündigt, das endet hier mit diesem Video, weil ich habe jetzt 14 Stunden Spielzeit in diesem Spiel. Und ich bin der Meinung, das reicht. Es sollte für so eine Art des Spiels eigentlich reichen, deswegen denke ich, ich werde es heute durchspielen. Ich werde meine Meinung zum Spiel erstmal noch für mich behalten, größtenteils. Und erstmal jetzt spielen und dann ganz zum Ende werde ich ein bisschen drüber reden, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat am Spiel. Kurzes Update für euch. Erstmal fragt man den Ralle, was hier los ist, denn wir haben die Vögel ein bisschen verbessert. Unser Palutenvogel ist jetzt hier soweit. Also ich habe Laufen, Schwimmen, Fliegen und Springen auf 90 gemacht, Klettern 80 und Balance. Das Training ist da so scheiße, da hatte ich gar nicht Bock, das viel weiterzumachen, ehrlich gesagt. Energie auch ein bisschen hochgemacht. Hier die anderen müssten auch auf einem ähnlichen Level sein, aber das Training hier, das ist halt wirklich einfach scheiße. Das war wirklich Dreck. Da habe ich auch noch nicht das Profi-Training freigespielt, werde ich auch nicht machen. Aber hier das Lauftraining. Da hat sich ein bisschen was getan im Vergleich zum... Oh, das mache ich mit dem falschen. Warte. Ich habe nämlich eine ganz gute Taktik gefunden, die Vögel zu leveln. Also erstmal, um euch alle ins Boot zu holen. In diesem Spiel musst du theoretisch den schnellsten und besten Vogel aller Zeiten machen und dann Wettrennen gewinnen. Das ist hier ein bisschen aufgeweitet worden, wie es ist. Ich habe nur eine Taktik gefunden, die man gut levelt. Und zwar, es gibt ja so eine Schule, was ein bisschen komisch ist. Und da kannst du die Skills nochmal leveln. Ne, von, ich glaube, D oder sogar F bis hoch nach S. Eine Verbesserung dauert immer 5 Minuten und Paluten zumindest hat jeden Skill auf S. Und während Paluten in der Schule war, habe ich halt mit irgendeinem Random die Rennen gemacht. Weil wenn Paluten dann aus der Schule raus ist, konnte der Random, wie zum Beispiel Igor, ihn dann beibringen, wie man rennt und sowas. Es ist jetzt egal, aber ich renne mal kurz was mit Paluten. Es ist letztlich egal, weil Paluten hat eh schon plus 10, also Paluten hat Laufen als 101 oder was. Aber ich zeige nur mal kurz, wie die Rennen hier aussehen. So, das habt ihr ja schon gesehen. Das ist jetzt aber noch hinzugekommen, dass es jetzt Türen gibt. Und bestimmt noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Level 60 wart ihr jetzt zuletzt, ne? Gibt jetzt auch schwarze Löcher. Oh Gott. Wieder unten. So, ich gucke mal, ob ich die Türen auch gleich zeigen kann. Ist ja so ein bisschen... Ah, man kann fliegen. Aber das kennt ihr auch schon. So. Oh, okay. Ich muss die Schalter betätigen. Aber da war eine Tür, bin ich gegen gerannt. Ich kann nicht gegen endlich viel gegen rennen, sondern nur... gegen, ja. Na, ja, aber das Training hier, achso, ja. Ventilatoren, out. Gibt's auch. Ja, also das ist okay. So, das hier ist okay. Ist jetzt nicht mein Lieblingstraining gewesen, aber habe ich natürlich trotzdem für Stunden gespielt. So, Schwimmtraining habt ihr ja auch schon teilweise gesehen. Da habe ich übrigens plus 19. Also da bin ich auch gut genug. Also ich denke, die Stats sind eigentlich gut genug, dass ich alles schaffe. Und ich jetzt alle Rennen schaffe. Oh, oh, sorry, warte, das war nicht meine Absicht. So, da gibt es hier so Speedfelder. Und er kann Looping machen. Looping? 360 Grad. Er kann sich einmal um sich selber drehen. So, und es gibt hier eine extra Quest jetzt noch, wo ich Fische einsammeln muss. Da ist so eine Bubble, die beschützt mich. Ui. Das sieht tatsächlich mit den Fischen ganz cool aus. Ich muss die oh Gott. Ich muss die Fische irgendwo hinbringen. Ich habe noch nicht genau gecheckt, wo... Da unten, okay, gut. Und das, ouch, gibt extra Erfahrung. Die Bubble schützt mich. Das finde ich inzwischen ganz cool. Also von den Profi-Trainings ist das mein Lieblingstraining, weil es einfach wirklich einfach chillig ist. Also du kannst selber bestimmen, wie schnell du levelst, indem du halt Loopings machst, so du bist unsterb. Da hatte ich keine Probleme, das zu leveln. Auch jetzt 2 Level gemacht, ohne Mühe. Das Einzige, wo ich sage, dass ich vielleicht... Oh Gott. Probleme krieg, ist die Ausdauer, weil da habe ich nicht so weit. Ja, hier musst du halt rumfliegen. Das haben wir, glaube ich, im letzten Video schon gesehen, falls sich irgendwer daran erinnert. Aber hier musst du Buchstaben einsammeln. Und wenn am Ende Duck bei rumkommt, kriegst du nochmal Bonus-Erfahrung. Ich glaube, das ist einfach ein Level, was du da machst. Du kannst hier auch dich einmal drehen. Vorwärts und rückwärts gibt auch ein bisschen Bonus-Erfahrung. Ist okay, die Steuerung ist halt ein bisschen eklig, weil die so direkt ist. So, Duck. Und wir haben Bonuserfahrung gekriegt. Und du kannst nicht immer Loopings machen. Guck mal, ich drücke jetzt nach ganz oben. Er überschlägt sich einfach nicht. Mache ich mal kurz den nächsten Abschnitt, weil ich muss noch irgendwie 3 Abschnitte schaffen. Weil von den Skills bin ich gut genug, um eigentlich alles hinzukriegen. Ich besiege den mal kurz, weil man kann 15 Vögel in seinen Flock haben. Wenn ich den besiege, habe ich halt die 15, dann bin ich voll. Level 585. Ja, okay, nee. Wenn ich hier mit dem Video fertig bin, werde ich 16 oder 15 Stunden Spielzeit in diesem Spiel haben. Für so ein kleines Spiel, das ist immer noch mein Take, um es schon mal vorwegzunehmen, zu viel! Also die haben das Spiel einfach viel zu lang gemacht. Ich komme hier vorne nicht durch. Da stand Polizei. Also gehe ich mal direkt außen. Du kannst doch fliegen. Du kannst doch fliegen. Was tust du?
Du kannst doch darüber fliegen! Kann hier rum. Aber Bro, du kannst doch fliegen! Okay, das ist eine Rang. Okay. Mit der Macht der Freundschaft habt ihr es geschafft. Drüber. Ja? Wenn über den Kopf nicht ein Ausrufezeichen ist, ist es eh nicht wichtig für den Abschnitt. Der vorne ist ein Labyrinth. Okay, der darf von den Rennen nicht mitmachen. Das ist irgendwie so ein komisch. Ganz ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist Rassismus. Dass bei diesen Rennen nur Enten mitmachen dürfen, das ist eigentlich nicht richtig. Warum darf ein Chamäleon nicht auch mitmachen beim Rennen? Jo, boah, ey, die Map ist. Das hat der Praktikant gemacht. Das Unebene ist nicht gut fürs Spiel. Joint mir einfach. Okay, ich dachte, es passiert irgendwas. Ja gut, da muss ich... Ah, da vorne, okay. Ich meine, da gibt mir Essen, das ist ganz cool. Mit Essen kann ich ja die Ausdauer verbessern. Das ist das Einzige, wo ich sage, oh, da habe ich vielleicht noch Schwächen. So, der hat auch ein Ausrufezeichen. Der ist aber Level 380. Die kommen mir schon gefährlich nah. Dafür ist noch irgendwie 4 weitere Abschnitte gibt. Also gefährlich nah. Natürlich war ich viel, viel schneller. Ich will mal festhalten, dass wir fliegen können. Superhero Cape? 3-3-20-3-3. Na, das, was ich trage, ist halt actually besser. Ja gut, in irgendeiner der Kisten wird wahrscheinlich dann der Schlüssel sein, die Karte, das, was ich brauche, um beim Turnier mitzumachen. So, was haben wir hier drin? Oh, einfach nur Münzen. Ja gut, ist ein Maze? Okay, warte. Den da unten kann ich mir, glaube ich, sparen, weil da vorne ist ein Hebel. Ich muss zum Hebel und dann kann ich den rechten Bereich. Der Abschnitt, aber wie gesagt, das finde ich gut. Der Abschnitt hier ist kürzer. Ist eine gute Sache. Vor habe ich wirklich immer eine Stunde für jeden Abschnitt gebraucht. Es lag nicht daran, dass ich so viel trainieren musste. Das Training hat wirklich generell... Das Training ist ja eigentlich der coole Part in diesem Spiel. Das Training macht den kleinsten Teil in diesem Spiel aus. Die meiste Zeit irrst du wirklich nur durch irgendwelche Bereiche und hast dir diese Rennen, die leider halt nicht wirklich schwer sind. Aber natürlich gewonnen. Was da jetzt wohl passiert mit den... Ja gut. Diese Map, ne? Fand ich irgendwie besser. Auch schon mal vorweg, die Vögel labern zu viel. Jeder Vogel, gegen den du Rennen machen willst, der hat irgendwie 10 oder 15 Dialogboxen und die sagen selten was Interessantes. Muss man sagen, vielleicht finde ich das auch nur nicht interessant, weil ich halt nicht die Zielgruppe von diesem Spiel bin. Ich will halt die Rennen machen und nicht zugelabert werden bei jedem Vogel. Ne, aber vor jedem Rennen, nach jedem Rennen, du wirst zugelabert. Ist jetzt die Frage, oben rum oder rechts? Ah, das ist noch ein Hebel. Ja gut, dann oben rum. Ich habe so viel Ausdauer, ist egal. Plus, ich kann mir einen Apfel reinknallen, wenn ich mal low bin. Plus, ich kann einfach neue Äpfel kaufen. Das ist ja auch nicht das Problem. Jetzt muss ich noch... Ist da unten noch eine Kiste? Ne, ich hatte auch noch nach oben gekonnt, aber aus meiner Sicht wäre das wahrscheinlich... I don't know. Obwohl ich jetzt übrigens durchgesprintet bin, das fällt vielleicht nicht auf, weil ich halt viel wegschneide, schon eine halbe Stunde aufgenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Video länger geht als 5 Minuten. So, richtig entschieden? Nein. Okay. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass die hier vielleicht 2-3 Rennen zu viel reingeknallt haben. Also das müsste man meiner Meinung nach nochmal ein bisschen optimieren, weil die Rennen sind ja nicht fordernd. Das ist einfach zeitfüllend. Noch ein Rennen. Ich weiß nicht mal wofür. Ich weiß nicht, was ich davon habe, das Rennen zu machen. Ich hoffe, dass es der richtige Weg ist. Was haben wir hier? Nur ein Hut! Alter, wurde ich hier gekocht. Wo ist denn der hier, ne? Der ist kacke! Den habe ich noch nicht besiegt, aber das... Okay, ich besiege den. Es wirkt unscheinbar, weil da nur eine Münze hinter ist. Bro, hier ist wirklich nur eine Münze. Nö, hier ist jetzt nicht wirklich einer, der was zu sagen hat. Warte, da vorne. Mann, lass mich doch durch. Das ist... Hier, Ausrufezeichen. Okay. Ah, hier gibt's das. Okay. Also alles, was ich gerade gemacht habe, war umsonst. Ich muss hier das Minispiel machen. Ich meine, ist wichtig. Umweltverschmutzung ist nicht gut, aber das ein Minispiel zu nennen, ist schon sehr... Ah, das Wasser. Okay, ich muss erst die am Wasser... Okay, es ist doch ein Minispiel. Man muss strategisch laufen. Okay, gut. Einfach mit einem anderen Laufweg und dann geht das. Ja, müssten wir haben. Die lasse ich mal. Oh Gott, warte. Wait, das ist schwer. Oh, ist abgestürzt, das Spiel. Mann, wieso stürzt das Spiel jede Stunde ab? Der Ab ist wirklich der schlecht programmierteste Abschnitt im gesamten Spiel. Okay. Das ist aber der Laufweg. 100%. Wenn ich da nicht die Millisekunde verliere, komme ich da nicht hin. Ist wieder abgestürzt.
klappen, oder? Ein verfehlt. Nein. Das klappt. Ja, okay, war easy. War easy. Oh, erst jetzt habe ich den Strandabschnitt freigespielt. Also das Turnierticket habe ich immer noch nicht. Doch jetzt. Ich dachte original, ich mache heute zwei Abschnitte im Video. Das ist ja wirklich Schwachsinn. Da schützt das Spiel ja noch fünfmal ab in der Zwischenzeit. Ja, aber Renier ist kein Problem. Logischerweise. Wenn du nicht gut schwimmen kannst, dann ballert dich die Strömung bestimmt nach unten. Und du hast einen alternativen Weg. Was ich ganz gut finde, dass die Skills da so integriert werden. Ja gut. Ja, ist hier eine ähnliche Geschichte. Bald hat es auch geschafft. So, okay. Jetzt zum Chef des Abschnitts. Oh, erstmal kriege ich hier eine Kiste. Very nice. Butterfly Outfit. Sehr cool. Weiter. Ich meine, ich habe schon wahrscheinlich einfach gute Outfits. Weil nichts, was ich finde, ist so gut wie das, was ich anhab. Champion. So, wer ist der Champion? Ist das ein Künstler? Nee, ein Farmer. Logischerweise ein Farmer. Okay. Ich habe es immerhin gecheckt, bevor er angezeigt wurde. Aber es ist der Farmabschnitt. Dale, okay. Das ist, glaube ich, das letzte Rennen, was ich in diesem Spiel mache. Werde ich auch mal alles raushauen. Auch wenn es unfair ist. Aber Dale, ich werde mit 50 Metern Vorsprung gewinnen. Oh. Okay, ich gebe mir mal Kaffee. Anfeuern, wenn es geht. Wow, was bist du am Kochen? Der hat sich hingelegt. Okay, aber ich habe wirklich 50 Meter Vorsprung gerade. Okay, wir sind hier. Aber den nächsten Abschnitt habe ich ja schon freigespielt. Den Strand da unten. Magic Droplet. Ja. Beitreten, aber mein Flock ist schon voll. Du kannst nur 15 Leute drin haben und ich habe schon 15 Leute. Okay, er ist ein guter Farmer. Cool. Er ist halt am Schlafmobil. Das finde ich ganz gut. Aber gut, dann farm da mal was. Da wächst jetzt eine riesige Ranke. Okay. Strand ist nicht der nächste Abschnitt. Jetzt kann ich das verbessern. Das wird auch endlich fertig gebaut. Dankeschön. Was verbuggt ist, habt ihr gesehen? Das Vorschaubild war das mit dem Einsammeln. Okay. Gut. Du musst hier durch einen Abschnitt und du kannst die Seite wechseln zwischen vorne und hinten. Ist im Grunde ein recht leichtes Tra... Oh. Warte, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das geht doch gar nicht. Und da oben sind Sägen. Okay, ich ziehe alles zurück. Das war vorher nicht, aber seit hier die Türen drin sind, kannst du anscheinend Level kriegen, die du nicht schaffen kannst. Ich komme da nicht vorbei bei den Spinnen. Ach, Spiel. Okay, das war cool, bis die Türen gekommen sind. Jetzt ist es einfach was, wo du bestimmte Abschnitte nicht schaffen kannst. Interessant. Ja, aber auch relativ selbsterklärend. Das Training hier fand ich ganz cool. Und zwar hier rutschst du einfach die ganze Zeit. Und du kriegst hier wahnsinnig viel Erfahrung die ganze Zeit. Guck mal da. Erfahrung. Hier musst du Löchern ausweichen. Erfahrung. Ist hier auch mein Problem mit dem Balance-Training gewesen, dass du so langsam gelevelt. Oh, Level 100. Ja gut, dann kann ich jetzt einfach sterben, da kommt ja nichts hinzu. So. Balance-Training, das war richtig, richtig kacke. Du hast das so langsam gelevelt. Profi-Training besser. Oh, du fährst Snowboard. Das verstehe ich auch nicht, warum die sich entschieden haben, dass manche Trainings einfach dich überhaupt nicht leveln und bei anderen musst du einfach nur 3 Minuten leben und du hast schon 5 Level gemacht. Ich bin jetzt hier 1 Minute drin und ich habe 1 Level gemacht. Das heißt, ich müsste, wenn das Tempo so bleibt, 50 Minuten nur dieses Training machen, um das Maximum Level zu erreichen. Interessant. Okay, Fazit. Natürlich das Auffallendste. Ich will das Spiel nicht durchspielen. So. Das Spiel ist so frustrierend, dass ich nicht Lust habe, es durchzuspielen. Der Grund dafür kann man sich ja teilweise wahrscheinlich denken. Ich versuche erstmal das Positive zu nennen. Okay, manche Minispiele. Manche Minispiele sind gut in diesem Spiel. Manche Minispiele sind nice gemacht in diesem Spiel. Ich mag, wie du von einem Abschnitt in den nächsten Abschnitt kommst. Halt, wenn dann Ranken weggeschnitten werden oder halt ein riesiger Baum auf einmal emporsteigt. So, das ist cool gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dann hören die positiven Dinge schon auf. Was ich nicht mag, das Flock-Prinzip, dass du hier eine Stadt aufbauen musst. Ich habe das Gefühl, die Entwickler haben sich komplett übernommen mit dem Spiel. Das hat zum Ende ein bisschen weniger genervt. Ich mag hier das, dass du halt nur einen Vogel trainieren musst und der bringt den anderen Leuten was bei. Das Prinzip der Schule finde ich komplett sinnlos. Aber generell, dass du hier eine Stadt aufbauen musst, ich will nicht SimCity spielen. Und generell auch der Umfang vom Spiel, wie viele Abschnitte es gibt, das ist absolut gestört. Die ersten Duck-Life-Spiele habe ich jeweils in so 5 Stunden durchgespielt. Ich bin jetzt hier, ich gucke gerne nochmal nach, ich bin jetzt hier
15 Stunden und 20 Minuten drin und ich habe gerade mal ja so zwei Drittel durch vom Spiel. Das ist eigentlich ein simples Spielkonzept und die haben es einfach komplett überfrachtet und sich selbst übernommen. Das ist wie Blade. Marvel arbeitet nämlich seit jetzt 5 Jahren an einem Blade-Film. Ich denke mal, die meisten von euch kennen Blade nicht, aber es ist relativ simpel. Das ist ein Typ, der hat ein Schwert, der ist ein Vampir und der kämpft gegen andere Vampire. Das ist die Prämisse. Coole Filme damals, eher sowas für die Älteren, aber coole Filme damals. Und Marvel kriegt es nicht hin, diesen Film fertig zu kriegen. Es wurden schon 3 Regisseure, glaube ich, gefeuert. Das Drehbuch wurde irgendwie 4-mal komplett umgeschrieben. Der Hauptdarsteller hat schon 2-mal gewechselt bei diesem Projekt. Und es ist eigentlich so ein simpler Film. Also muss einfach einen simplen Actionfilm machen mit der Prämisse und die kriegen das nicht hin. Ducklife ist ein komplett simples Spiel. Du hast eine Ente, die kommt in eine neue Welt und die muss da versuchen, die schnellste Ente aller Zeiten zu werden. Dieses simple Konzept wurde hier aber so aufgebläht mit Dingen, die man nicht gebraucht hat. 37 Abschnitte brauchst du nicht. Und man merkt auch, dass die Entwickler nicht klargekommen sind, so viele Abschnitte zu haben, weil das Spiel stürzt halt wirklich in jedem zweiten Minispiel ab. Manche Abschnitte sind halt absolut verglitscht, du bleibst dauernd irgendwo hängen und dem Spiel ist wirklich gut getan, wenn es nur die Hälfte vom Umfang gehabt hätte. Die meisten Rennen sind leider super langweilig, weil die sind halt überhaupt nicht knapp. Entweder verlierst du Ausdauer oder du wirst locker Erster und wirklich mit 30, 40 Metern Abstand erst. Das Spiel ist auch teilweise extrem gestreckt, wirklich mit den ganzen Dialogoptionen. Bei den alten Ducklife-Teilen war es so, dass der finale Boss immer noch ein Minispiel war. Also du musstest gegen jede Ente rennen, aber beim finalen Rennen hast du nicht einfach nur ein Rennen gemacht, sondern du hast ein Rennen gemacht plus ein Minispiel. Ich finde, das wäre viel besser gewesen, wenn du den Boss von jedem Abschnitt nicht nur im Rennen besiegen musst, sondern ganz ehrlich, scheiß aufs Rennen, du musst den finalen Boss in so einer Art Minispiel besiegen. Und es gibt ja auch diese Stammfähigkeiten, Kaffee und sowas, habe ich nicht einmal gebraucht. Gut, jetzt in diesem Video war ich übertrainiert. Aber in den anderen Videos, ich war ja nicht übertrainiert. Ich habe immer so viel gemacht, wie ich mindestens machen musste, um voranzukommen. Trotzdem, die Stammfähigkeit, Kaffee, habe ich nie gebraucht. Was für mich ein Zeichen dafür ist, dass das Spiel nicht richtig getestet wurde. Also die Ideen vom Spiel, die sind ja okay. Also die Tatsache, dass du ein Klo machen musst hier, muss man mal sagen, Blödsinn, komplett überfrachtet. Meiner Meinung nach haben sich die Entwickler mit diesem Spiel komplett verhoben. Aus meiner Sicht das Prinzip, weniger ist mehr, hätte sehr viel gemacht für dieses Spiel. Stattdessen wurden 1000 Sachen ausprobiert und keine dieser Sachen wurde wirklich gut gemacht, aus meiner Sicht. Es ist meiner Meinung nach mit Abstand der schwächste Ducklife-Teil und wer Ducklife spielen will, der sollte aus meiner Sicht nach Ducklife Space greifen, nach Ducklife Battle greifen. Wenn ihr euch für die Reihe interessiert, wirklich, kauft euch die alten Teile. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ich hätte gewünscht, dass das Spiel besser ist, weil ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut, ehrlich gesagt. Na gut. Bis dahin, Leute. Und ciao.